Rowe Racing siegt mit den Fahrern Christian Hohenadel und Klaus Graf beim sechsten Lauf zur VLN-Langstreckenmeisterschaft Nürburgring 2015. Bereits im morgendlichen Zeittraining konnte sich das Duo mit ihrem SLS gegen die starke Konkurrenz durchsetzen und die Pole Position einfahren. Beim Start setzte sich Uwe Alzen im Haribo-Flügeltürer durch und übernahm die Führung. Doch bereits wenige Kilometer später verunfallte Alzen und so erbte der Black Falcon SLS Position 1. Über die weitere Renndistanz konnte die Rowe-Mannschaft zurück an die Spitze fahren, während zwischen den Verfolgern ein enger Kampf tobte. Bis zum Fallen der Zielflagge baute Rowe Racing die Führung auf mehr als eine Minute aus. Dahinter sorgte Black Falcon für einen Mercedes-Doppelsieg. Nach einem Reifenschaden beim Falcon Porsche kurz vor dem Ende des Rennens schaffte es Fricadelli Racing auf den dritten Podestrang.